Nein, bitteschön. Assalamu alaikum. Thema Makro. Da ist jetzt meine Frage, wenn etwas Makro ist und man es dauerhaft macht, jetzt ist dann irgendwann zu Haram? Der Bruder sagt, wenn ein Urteil über eine Sache Makro ist, wenn man sie macht, dauerhaft, wird sie zu Haram? Erstmal, was bedeutet Makro? Die Rechtsgelehrten sagen, Makro bedeutet, wenn man diese Sache macht, wird man nicht bestraft. Aber wenn man sie unterlässt, wird man dafür belohnt. Nennt mir eine Sache, die Makro ist. Sagt mir jetzt nicht rauchen. Ja? Wir waren in Mekka, da gab es einen Bruder, der stand an der Kaaba, hat geraucht. Dann kam ein Polizist zu ihm und sagte zu ihm, ja, achi, haram. Er sagt, ana Hanafi, ana Hanafi. Ich bin von Hanafi Rechtsschutz. So als ob du die aussuchen kannst. Allah Mustan. Deswegen, wenn man sie macht, wird man nicht bestraft. Aber wenn man sie unterlässt, wird man belohnt. Wenn man sie aber oft macht, wird sie zu Haram? Nein, aber sie öffnet die Tür zum Haram. Warum heißt eine Sache Makro? Weil sie dich zu was bringen könnte? Zum Haram. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Bitteschön.